Kurze Zwischenfrage an den gut informierten Zuschauer von heute. Wann kam das letzte Far Cry Primal Video? Ach, das ist schon wieder ein paar Wochen her. Ja, keine Ahnung. Ich bin ein Spast, ich weiß. Es tut mir auch leid. Aber hier bin ich wieder. Und ich bin also einer... Eigentlich hätte man längst sagen müssen, wahrscheinlich, ich breche das Projekt ab. Das ist ja... Wann ist das Spiel rausgekommen? Keine Ahnung, Mann, ja. Ich habe es halt nicht auf die Reihe bekommen bei dem Spiel. Okay. Aber ich bin dann trotzdem so, dass ich mir sage, nee, dann ziehe ich das jetzt auch noch durch und bringe das noch zu Ende, das Projekt. Und ich will ja eigentlich auch wissen, wie die Story ausgeht, auch wenn wir nicht so richtig viel Story haben eigentlich. Insofern sitze ich jetzt doch wieder hier. Und ein paar von euch ja offensichtlich auch. Hallo. So, wir haben einen schicken neuen schwarzen Jaguar, war das, glaube ich. Ne? Ich hatte einige Bestien zähmen müssen, damit wir jetzt hier... Wir können jetzt... Alter, dass ich nicht weiter aufgenommen habe. Wir können nämlich jetzt, glaube ich... Säbelzahntiger zähmen und dann reiten. Und das ist das, was ich schon seit Anfang des Spiels quasi wollte. Insofern, da hinten gibt es zum Beispiel Säbelzahntiger. Wir porten uns mal dahin. Ich muss dann nur dran denken, dass ich diesen schwarzen Jaguar da mal loswerde. Und dann zähmen wir uns einen Säbelzahntiger. Dann haben wir nämlich einen richtig fetten Begleiter und können ihn dann sogar reiten. Aber dafür muss ich meine andere Katze loswerden. So, weg mit dem Alten. Und ich muss außerdem Köder herstellen. Und dann muss ich einen Säbelzahntiger finden und dann muss ich den zähmen und dann kann ich den reiten. Das ist eigentlich der Plan. Und das wollte ich eigentlich schon seit langen Zeiten machen, aber habe ich dann doch nicht aufgenommen. Dann kam Uncharted kam dann täglich und dann kam kein Far Cry mehr, keine Ahnung. Nicht auf die Reihe bekommen. Aber jetzt ist Uncharted ja zu Ende. Jetzt habe ich zwar auch Mirror's Edge, aber ich kann mich ja jetzt auch wieder in den alten Projekten... Es hat sowieso irgendwer unter Mirror's Edge geschrieben, du Spast, bevor du ein neues anfängst, bring doch erstmal deine alten Projekte zu Ende. Nee. Ich hatte halt Lust auf ein neues Projekt und will aber trotzdem die alten zu Ende bringen. Wenn es optimal läuft, dann funktioniert ja beides. Ich glaube, ich nehme mir mal lieber meinen Bogen wieder. Mein super sexy Bogen. Wo ist denn hier so ein Säbelzahntiger? Das klingt nicht nach Säbelzahntiger. Warte mal. Ja, ist gut. Beruhig dich. Müsste ich den nicht eigentlich mit Feuer verjagen können? Ja, müsste ich. Ich will jetzt gar nicht jagen. Ich will jetzt gar nicht dieses arme Ding da jagen, sondern... Oh, Südahorn brauchen wir übrigens, glaube ich, noch. So, ich habe es schon wieder geschafft, nur weil ich eine Fackel genommen habe, mich selber anzuzünden. Gut, weil ich halt nebenbei auch die komplette Tundra hier in Brand gesteckt habe, obwohl ich nur... Ja, ist egal. So. Südahorn brauchen wir für irgendein Upgrade von irgendeiner Hütte, meine ich, gesehen zu haben. Aber ich bin ja eigentlich auf der Suche... Nee, nicht nach dir, sondern... Oh, der ist aber wehgetan, ha? Sondern eigentlich bin ich ja auf der Suche nach... Nicht nach Höhlenlöwen, sondern nach Säbelzahntigern. Ich meine... Warte mal, ich guck mal ganz kurz rein beim Dorf. Ich meine für irgendeine Hütte... Nee, alter Holz hier für sie, für Jaimas Hütte. Wenn wir die upgraden wollen, dann brauchen wir Südauern. Das war das Einzige, was noch gefehlt hatte. Südstein habe ich nämlich, Südsteinstaub habe ich und seltene Hirschhäute habe ich auch. Und dann kriegen wir nämlich einen Doppelbogen. Das wäre jetzt der nächste coole Schritt, den ich gerne machen würde. Aber vorher will ich erstmal meinen Säbelzahntiger. Aber das war der Grund, warum ich das Südahorn mitgenommen habe. Für den Doppelbogen. Ich weiß nur nicht, ob der Langbogen besser ist oder ob der Doppelbogen besser ist. Hör mal, hier waren doch auf der Karte welche. Irgendwo hier müsst noch... Irgendwo muss doch so ein Säbelzahntiger sein. Also ich meine, die gibt's halt nicht so oft. Okay. Die sind relativ selten. Da ist einer, oder? Direkt an unserem Lager. Oh ja, das sieht, glaube ich, gut aus. Und er läuft hin. Jetzt muss ich ihn nur noch zähmen. Es hat geklappt. Säbelzahntiger gezähmt. Menagerie, da gibt es eine Trophäe für. Ist das Ding riesig. Und das ist jetzt unser Begleiter. Oh, da gibt es noch eine Club-Aktion hier und einen Fähigkeitenpunkt. Also das scheint was Besonderes zu sein. Ich glaube, das ist auch das coolste... Begleitertier und auch das coolste Reittier wahrscheinlich. Warte mal, ich stelle mal eben ein paar Speere her. Der ist halt wirklich riesig, ne? Und es war halt wirklich auch damals, also wir haben ja... Oh, shit. Direkt kommt ein anderer Säbelzahntiger. Hätte ich meinen doch direkt mal drauf. Also wir hatten ja schon öfter Probleme mit Säbelzahntigern. Die haben uns
uns gejagt und getötet schon, mehrfach. Gott, ich glaube, ich bin hier komplett im Säbelzahntiger-Areal. Ah, ne, das ist nur ein Höhlenlöwe. Oh, der Höhlenlöwe rennt natürlich um sein Leben, wenn der Säbelzahntiger kommt, ha? Na, komm zurück. Komm mal wieder bei Fuß hier. Ist das geil, wenn so ein Säbelzahntiger einem auf den Befehl gehorcht, ha? Wir hatten schon öfter Probleme mit denen, ja, die haben uns schon öfter zerfleischt und jetzt haben wir halt selber so ein Ding und ich glaube halt wirklich, dass das der stärkste Begleiter ist. Wir könnten es ja eigentlich sehen, oder? Warte mal. Hat Tempo komplett voll, hat Schleichen 3, hat Stärke 4. Wahrscheinlich, ja, guck mal, zum Beispiel der Höhlenbär hat dann halt Stärke voll, aber Tempo nicht. Der Braunbär hat bei beiden nicht voll, der Dachs auch nicht. Aber der Dachs ist auch gar nicht zähmbar. Der große Narbenbär hat auch Stärke voll. Der Blutfang-Säbelzahn ist das stärkste Tier. Aber dafür müssen wir die Bestienmeisterjagd Blutfang-Säbelzahn abschließen. Und dann können wir den zähmen. Und dann haben wir volle Stärke, volles Tempo und 3 Schleichen. Ich glaube, das ist dann das beste Tier. Aber der normale Säbelzahntiger ist schon nah dran, würde ich sagen. Schnellste Raubtier in Oros. Bestie kann geritten werden. Ja, genau. Das ist ja eigentlich das, warum ich den überhaupt zähmen wollte. Damit ich den reiten kann. Aber erstmal streichle ich den jetzt. Ist der gigantisch, Mann. Oh, ist das geil. Sehr cool. Und jetzt können wir den ernsthaft... Alter, wir können den Säbelzahntiger reiten. Wie krank ist das? Und wie geil ist das, bitte? Der muss ja mega schnell sein, wahrscheinlich. Wenn er das schnellste Tier ist in ganz Oros, muss der ja auch beim Reiten relativ schnell sein. So, jetzt wollen wir aber erstmal... Ach, hier ist diese Jagd. Die müssen wir machen. Okay, also weiß ich die Reihenfolge. Wir gehen erstmal zurück ins Dorf, nehmen da noch Missionen an, die wir haben. Hier haben wir nämlich teilweise noch Missionen. Und verbessern mal die Hütte von der guten Jaima. Und dann wollen wir dann, wenn wir das alles gemacht haben, beim nächsten Mal vielleicht die Blutfang-Säbelzahnjagd machen. Und dann können wir nämlich sogar noch einen besseren Säbelzahntiger zähmen. Und dann haben wir, glaube ich, das beste Reit- und Kampftier, was man in diesem ganzen Spiel haben kann. Aber erstmal bin ich froh, dass wir das endlich geschafft haben. Da habe ich, glaube ich, schon seit 10 Parts von geredet, dass ich einen Säbelzahntiger reiten will. So, meine Höhle kann ich nicht upgraden, da fehlen uns Dachsfälle. Ich glaube, hier ist ihre Hütte, ne? Ist das Jaima? Seila, Seila. Nee, Moment, das ist die falsche. Könnten wir auch upgraden, aber ist die falsche. Ich will nicht Seila, sondern ich will Jaima. Jetzt muss ich mal schauen, warte mal. Höhe, sie ist da oben. Ach ja, die war ja so ein bisschen außerhalb, genau. Da hinten ist sie. Und die können wir auch upgraden und dann können wir nämlich den Doppelbogen. Das einzige, ja, wir verbrauchen schon relativ viele Materialien. 45 Ahorn, 30 Stein, 15 Staub und vor allem die 2 seltenen Hirsche heute, aber... Ich würde sagen, das macht nichts. Wenn wir dafür einen neuen Bogen kriegen, ich liebe Bögen, ja, wisst ihr ja. Belohnung Doppelbogen. So, jetzt muss ich nur mal schauen. Langbogen, Bogen. Warte mal, das ist der normale Bogen. Ich muss mal eben aus dem... Ach nee, wir reden erstmal noch hier mit ihm. Papa! Papa! Kusch war das da! Gagura, Piki, Udam Hazar! Der Pissemann, der Einarmige, hat uns hier ein neues Totem gebaut. Ist doch süß. Guck mal, eine Eule. Das ist doch lieb von dem, oder? Finde ich lieb. So. Können wir dafür seine Hütte upgraden? Nö, ne? Habe ich wahrscheinlich nicht die Materialien für. Nö, keine Höhlenbärenfell. Ich glaube, sonst haben wir auch hier im Dorf jetzt erstmal nichts mehr, ne? Missionsmäßig. Auch nicht bei unserem Schamanen, das vertrauen wir uns. Der hat keine Drogen für uns momentan. Fast ein bisschen schade, ha? Huh? Na gut, wenn ich weit rauszoome, sehe ich aber ja, dass wir da oben noch diese Bollwerke haben.
Da unten noch für Urki was. Urki lernt fliegen, ne? So war das doch. Doch, Tänzer hat sogar eine Mission für uns, aber ganz unten. Ich würde eigentlich ganz gerne mal diese Blutfang-Säbelzahnjagd machen. Weil ich hätte gerne den besten Säbelzahn, den es gibt. Andererseits... Wie war das denn jetzt mit dem Doppelbogen? Ich glaube, wir sollten mal eben aus dem Lager laufen, dann können wir auch unsere Waffen wieder benutzen und dann schaue ich mal, wie das mit dem Bogen aussieht. So, das ist ja der normale Bogen. Warte mal. Das ist der normale Bogen, das ist der Langbogen. Langbogen war der mit diesen Stachelknochen da oben dran. Oh Gott, wie kann ich den denn daneben schießen? Und den auch. Und den auch! Mann, der guckt immer weg! Alter, wie mache ich das? Wie kann ich bitte so viel daneben schießen? Jetzt habe ich ihn. Und der läuft weg. Na gut. Das war ja richtig schlecht. Na gut. Traurig. Ich nehme mal hier mein Holz mit. Ah ne, er ist sogar gestorben. Ich dachte schon, was war das denn bitte? So, Fleisch, Tierhaut, okay. Also wir haben einmal den Bogen und einmal den Bogen und einmal den anderen Bogen. Huch! Oh, er gönnt sich auch ein bisschen was davon. Ah, ist das schon geil, so ein Reittier, ha? Vor allem, weil wir jetzt uns nicht immer einen Mammut suchen müssen, sondern dadurch, dass wir den gezähmt haben, können wir den jetzt ja jederzeit reiten. Wir sind also viel schneller jetzt in Oros unterwegs. Boah, der ist aber echt schnell, ha? Also ich vermute, der kann nicht unbegrenzt sprinten, aber... Der ist richtig schnell. Ach guck mal, ich kann sogar vom Reittier aus hier Schilf sammeln. Ist auch praktisch. Und springen kann er auch weit. Gott, das ist ja richtig nice, Mann. Wir sind jetzt komplett schnell unterwegs hier. Was wohl die anderen sagen, die anderen Völker sagen, wenn wir so Udams begegnen und wir reiten auf einem Säbelzahntiger. Können wir damit auch angreifen? Oh, können wir! Heilige Makrele, du! Ist das geil! Das ist richtig, richtig nice. Dann sind wir jetzt quasi immer mit dem Sportwagen unterwegs hier, hä? Ja, nicht schlecht. Da fühle ich mich jetzt auch nicht mehr so unsicher. Mit dem Vieh an meiner Seite kann uns doch nichts mehr passieren. Wie sieht's denn aus mit dieser Blutfangjagd? 200 Meter. Okay, da kommen wir nicht hoch, auch nicht mit dem Vieh hier. Aber hier durch können wir. Jetzt wird's nur leider langsam Nacht. Wir sind schon sehr nah dran, aber vermutlich müssen wir irgendwo am Felsen hochkommen. Da sieht es so aus, als käme man hoch. Aber dafür muss ich wahrscheinlich erstmal von meinem Reittier herunter. Okay, wir klettern mal hoch. Ich muss meine Katze zurücklassen. Und vielleicht schaffen wir es jetzt zu dieser Jagd. Irgendwo wird es bestimmt weiter hochgehen. Hier, kommen wir da so weit hoch? Kommen wir. Achso, jetzt habe ich immer noch nicht geschaut nach dem Doppelbogen. Ja, mache ich gleich. Moment. Erstmal geht's nach oben. Und die Katze ist schon hier. Wie hat er das denn so schnell gemacht? Kollege, wie bist du so schnell hier hochgekommen? So, wahrscheinlich ist der Affe den Weg lang gelaufen, ne? Wir könnten auch hier den Weg lang reiten, wahrscheinlich. Jetzt gucke ich aber mal ganz kurz wegen dem Doppelbogen. Handwerk, Bogen. Hier ist der Doppelbogen. Du kannst noch keinen Doppelbogen herstellen, warum nicht? Der Doppelbogen bietet schnelle Einsatzfähigkeit und schießt zwei Pfeile gleichzeitig ab. Jammers Hütte Stufe 2, seltene Nordseeder 5 haben wir genau, seltenes Südahorn 5 haben wir auch und seltenes Schilf 5 haben wir auch. Dann stellen wir den nochmal her.
Der hat Schaden 6, Genauigkeit 8, Feuerrate 6 und der andere hat weniger Schaden, aber mehr Genauigkeit. Okay. Holy shit! Schaut euch das mal an, Mann. Wie der aussieht, der Bogen. Ist jetzt gerade Nacht, aber da oben so gegabelt. Heilige Scheiße. Und der schießt zwei Pfeile. Ja, der wird natürlich dann unseren Pfeilverbrauch in die Höhe jagen. Das heißt, wir müssen immer viel Holz einsammeln, aber dann sollte man vielleicht doch als nächstes noch diese Fähigkeit verbessern, dass wir... Warte mal, das gibt's doch irgendwo. Dass wir noch mehr Pfeile herstellen. Hier, da stellen wir dann 8 Pfeile her statt 4. Kostet allerdings 4 Fähigkeitenpunkte. Also können wir jetzt im Waffenrad zwischen den drei Bögen wechseln. Und ich denke aber, wir werden jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen mit dem Doppelbogen spielen. Alter, sieht der krank aus oben. Jesus, ey. Jetzt haben wir ja wieder komplette Upgrade. Ich war ja schon so begeistert, als wir unsere ganzen Waffen geupgradet hatten, dass sie so cool aussehen und so. Und jetzt haben wir mal eben in diesem Part noch ein neues Reittier besorgt und einen neuen Begleiter und einen neuen Bogen. Ach so, warte mal, ich muss noch höher. Ja gut, dann war das Aufsitzen jetzt gar nicht so klug, weil wir einfach hier noch hoch müssen. Bin mal gespannt, wie wir diese Bestienmeisterjagd, wie das, ob wir den automatisch zähmen oder eben nicht. Erkunde die Höhle. Okay, wir machen das mal. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich meinen Begleiter zurücklassen muss dafür oder was, keine Ahnung. Wir gehen vorsichtig in die Höhle. Will da jetzt nichts riskieren. Achso, ich könnte mal meine Pfeile entzünden, dann sehe ich auch was. Also noch ist mein Säbelzahntiger hinter mir. Kann ich auch in der Höhle auf dem reiten eigentlich? Nee, das geht nicht. Okay. Tja, also eigentlich erwartet uns hier ein... Ach Gott, jetzt habe ich zwei Pfeile verbraucht, ne? Ist egal. Erwartet uns hier ein Blutfang-Säbelzahn. Ich weiß halt nicht, ob wir den erschießen müssen oder ob wir den automatisch gezähmt kriegen oder ob wir den zähmen müssen, damit wir die Chance, also ob wir die Chance sozusagen nutzen müssen und statt ihn zu töten, ihn zähmen. Aber das weiß ich halt noch nicht. Oder ob es dann auch draußen in der Natur solche Säbelzahne, Blutfang-Säbelzähne gibt. Keine Ahnung. Okay, damit sind wir im Wasser gelandet. Da ist natürlich meine Keule, mein Pfeil jetzt auch aus. So, hier müssen wir noch hoch. Also mein Plan wäre jetzt... Okay, erstmal gibt's Cutscene. Der Säbelzahntiger hat ihn halt zerfleischt. Blutfang-Säbelzahnjagd.